ein hängendes Haus über dem Marktplatz, ein Kleid aus Bakterien, eine Wolke im Museumsraum. Über 300 Tage hinweg thematisierte die globale die kulturellen Effekte von Globalisierung und Digitalisierung. In zahlreichen aufeinanderfolgenden Ausstellungen und Veranstaltungen vermittelten sich dem Besucher die Tendenzen der Kunst im 21. Jahrhundert. Dabei war die Kunst nicht nur im Museum verortet, sondern auch in der Karlsruher City. Mit den Schlosslichtspielen und der Ausstellung »Die Stadt ist der Star« kam die Kunst in den Alltag der Menschen. Damit erfüllten sich die Erwartungen von ZKM-Vorstand und Initiator Peter Weibel. Mit der Globale kreierte das ZKM ein Ereignis für die Bürger, von den Bürgern und mit den Bürgern. Die Globale untersuchte die positiven wie negativen Effekte von Globalisierung und digitalem Wandel. Sie zeigte, wie sich Kunst und Wissenschaft durch neue Technologien einander annähern. Direkt erfahrbar wurde das in der Performance Inferno. Wer sich das Exoskelett überstreifte, tanzte fremdgesteuert. Sieht so die digitale Gesellschaft des 21. Jahrhunderts aus? Mit kritischem Blick zurück auf das 20. Jahrhundert begann die Globale. Das Tribunal rechnete ab mit den Verbrechen gegen Mensch, Tier und Natur. Gegenwärtige Risiken, verborgen in vertrauten Alltagsgegenständen wie unserem Handy, thematisierte die Ausstellung Global Control and Censorship. Sie zeigte, wie Überwachung und Zensur unser tägliches Leben durchdringen. Dass Technologisierung auch Entwicklungschancen bietet, belegte die Ausstellung Exo-Evolution. Sie zeigte Lösungen für aktuelle Probleme wie Artenschutz und Klimakrise. Klimazonen durchwandern konnte man in Cloudscapes. Die Beziehung des Menschen zur Natur hat sich radikal verändert. Früher passte er sich der natürlichen Umwelt an. Heute erschafft er eine technische Zivilisation, in die die Natur eingebettet wird. Das Zeitalter des Anthropozäns ist eingeleitet. Der Mensch wird zur dominanten Macht der Erde. Dies wird auch daran sichtbar, dass der Mensch die Erde mit einer Hülle aus Funk- bzw. Radiowellen umspannt. Die sogenannte Infosphäre macht den globalen Datenaustausch erst möglich. Die gleichnamige Ausstellung präsentierte zeitgenössische Kunst, die unter anderem das Thema Big Data aufgriff. In die Datenflut eintauchen konnte man in der Ausstellung Mikro Makro von Ryoshi Ikeda. Datenströme und Zahlenreihen rauschten vorbei und entführten sowohl in die Welt der kleinsten Teilchen als auch in die faszinierenden Weiten des Sonnensystems. Wie verbindet sich das Virtuelle mit dem tatsächlichen Leben? Welche Rolle spielt der eigene Körper und seine Empfindungen zwischen Interface und Datenraum? In der Ausstellung New Sensorium zeigten asiatische Künstler, wie ein neues Bewusstsein aus der digitalisierten Welt erwächst. Am Ende der Globale stand ein Gedankenexperiment, eine Gedankenausstellung. Der französische Philosoph Bruno Latour schlägt vor, einen Moment innezuhalten, damit wir wieder fühlen, wo wir sind und wohin wir vielleicht wollen. Rigoros empfiehlt er einen Reset und damit einen radikalen Neustart.